So, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ori and the Blind Forest Definite Edition. Wir sind fast fertig mit dem Spiel. Wir müssen noch im hohen Berg ein bisschen was machen. Wobei eigentlich, ich glaube, noch ein oder maximal zwei Folgen sind. Dann sollten wir eigentlich schon durch sein. So, erst noch ein bisschen wieder reinkommen. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt rein. Gut, wir haben hier unter uns... ein bisschen Lava. Ich brauche den gerade nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall noch ein Stück weiter runterkommen. Da muss noch mehr Lava abgeseilt werden. Wie kriege ich denn das hin? Eine sehr, sehr gute Frage, würde ich mal sagen. Okay, lass mal dich mal. Ich liebe das Ganze rumspringen. Ja, theoretisch ist das das Letzte, aber ich muss irgendwie trotzdem... Den Lavafluss habe ich doch eigentlich überall gestoppt. Ich bin der Meinung, das ist das Letzte, wo wir hier sind. Nee, anscheinend doch nicht. Doch. Oh, nicht ganz. Auf jeden Fall ist es ein Abfuck. Ein Abfuck, wo wir hier gerade sind. Ah, ich hasse es jetzt schon. Ich mag keine Lava. Lava macht mich aggressiv. Oder rot. Rot macht mich aggressiv. Genau, dieser Teil hier ist nervig. Sehr, sehr nervig. Na gut. Ich mag eigentlich nicht. Okay, ich werde jetzt mich wieder konzentrieren und ruhig sein und ihr könnt zugucken. Ja, super Konzentration. Ich hasse diese Lavawelle, wirklich. Aber jetzt ging es eigentlich relativ einfach. Verkackt. Ich weiß nicht, wo hier das Problem gewesen ist. Früher vielleicht war es auch was anderes. Okay, ich glaube, ich bin gerade einfach nur unfähig. Ich weiß nicht, wo ich... Ich glaube, ich habe früher immer wirklich hier rangehangen. Weil ich habe das anders probiert gehabt. Ah, ich glaube, die eine Laterne muss ich überspringen. Okay, dauert nicht so ab, fuck. Ich weiß nicht, was ich früher gemacht habe. Ich habe es früher mit dem Jump hier probiert gehabt. An dem, wo ich gehangen bin. An dem hier. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Warum ich das gemacht habe, wie ich es da, keine Ahnung. Auf jeden Fall war was falsch gewesen. Ist doch nicht so schwierig. Ich weiß gar nicht, ob wir den Spiel überhaupt noch was kommt jetzt. Oh mein Gott.
Aua. Interessanterweise scheint das da unten Erde zu sein, wa? Aber nur hier, ne? Wusch. Okay, jetzt nimmt das ab. Das mit der Welle scheint doch relativ einfach gewesen zu sein. Ich habe es einfach wirklich extrem schwer in Erinnerung. Okay, zurück ist jetzt ein bisschen komplizierter, finde ich. Ach, was ich alles finde, ist ja unglaublich Wahnsinn. Schön, dass ich das alles schwierig finde, oder? Ich kann euch ehrlich gesagt gar nichts sagen, was hier am Schluss stattfindet. Ich dachte, das mit der Welle wäre der Schluss gewesen, aber nein, ist nicht. Abgesichert. Bei jedem Geisterportal auf der Welt. Einmal gespeichert. Ah, fast 4 übrige Fähigkeitenpunkte. Ich müsste hier hochklettern, ne? Kann man da sagen, wo ich hin muss? Ja, da unten sehe ich, aber ich weiß nicht, was da unten sein soll. Hi. Das ist ja kein Problem, ne? Aua. Jeden Stein umdrehen. Ich habe jedes Secret auf der Welt gefunden. Dummerweise trotzdem nur 99% insgesamt. Ach, Mann, wie mich das ärgert. Das wird mich auch ewig auf Lebzeit weiter ärgern. Okay. Geht's denn noch weiter, ja? Keine Ahnung, also ich hatte das schon wieder vergessen. Hier war ja noch was. Wo muss ich denn hin? Muss ich ja... Ach klar, ich muss hier ja doch noch was machen. Das ist das. Jetzt kommt die letzte Insta-Kill-Sequenz. Ja. Hi, Kuro. Und da ist sie. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht mehr erzählen oder sagen, was hier passiert. Keine Ahnung mehr. Stimmt, da war ja noch so ein Abfuck. Also Kuchen versucht uns einfach zu jagen, wieder mal. Läuft.
noch nicht so richtig funktioniert, wie ich wollte. No! 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 Fuck you, Kuro! Ich hasse dich! Obwohl ich dich nachempfinden kann, ja. Und hier muss ich schnell machen. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Es ist halt Kuro wieder. Sie jagt uns. So wie das letzte Mal wieder. Wow. Deswegen müssen wir uns hier auch wieder versuchen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt von unten das Feuer, deswegen ist man ein bisschen zeitlich doch gebunden. Und ich hätte die Feuerkugeln benutzen sollen, so weiter hochjumpen. So, mal gucken, ob ich es jetzt von Anfang an hinkriege. Ja, verkackt, Alter. Was ist das denn, Alter? Ich hänge in jedem Stück Feuer fest. Oh, ich hasse dieses... Das ist wirklich das Allerschwierigste. Das macht einen so unheimlich aggressiv durch dieses verdammte fucking Rot. Mich zumindest. Ach stimmt, ich kann auch sprinten. Alter, ohne Scheiß, Mann, was Ori die ganze Zeit... Ich verstehe das nicht. Bin ich eigentlich da hinten stehen geblieben? Ich weiß gar nicht, wo ich da gestorben bin. Ah ja, stimmt. Ich hasse Rot. Weißt du, beim Blau bin ich mega chillig geblieben beim Ginsobaum.
Da ist der Geisterbaum im Hintergrund. Dort, wo alles anfing. Doch haben Kuros Fänge zugeschlagen. Ja, Naru ist jetzt da gefolgt. In den Horuberg. Und scheint im gleichen Gebiet wie Ori zu sein. Alles brennt, der gesamte Wald, der Geisterbaum im Hintergrund. Wieder süß. Ja, das war's gewesen. Die Reise endet und damit auch leider dieses Let's Play von der endgültigen Version von Ori and the Blind Forest. Ich liebe dieses Spiel. Ja, man hat am Ende noch so ein bisschen gesehen. Kuro, Gumo, Ori und Naru im Stein eingemeißelt oder aufgemalt. Ich würde sagen, ich lasse das Intro jetzt auslaufen, das Outro jetzt auslaufen. Hört zugespannt, ist auf jeden Fall ein cooler Soundtrack. Tja, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's gewesen, Oriented Blind Forest Definite Edition. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Und genießt das Outro. Das war's. Ciao, ciao.